Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Schublippe. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem weiteren Video von der Modellhobby Spiel aus Leipzig. Jetzt sind wir am Stand von ESO bei Herrn Lindner. Hallo. Herr Lindner. Lindner, Sie haben uns dieses Jahr regelrecht überrascht mit Neuheiten. Auf einmal stand da eine 78 bei uns im Lager. Und darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Das Überraschungsmodell dieses Jahr ist wirklich sehr gut gelungen. Das muss ich natürlich einmal fragen, wenn Sie so eine Neuheit auflegen, so eine 78 neue Planen produzieren, nach welchen Kriterien suchen Sie die Neuheiten aus? Das sind natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Einmal natürlich, wir arbeiten ja immer von innen nach außen, sprich, welche Funktionen wollen wir zeigen? Dann gibt es das Modell bereits im Markt in einigermaßen brauchbarer Qualität. Dann, wie breit kann man das machen? Gibt es alle Epochen? Dann persönliche Vorlieben, passt es zu unserem Thema, wir haben eben schon andere Loks gemacht und letztendlich auch ein bisschen, wie komme ich an Vorbildunterlagen ran und wie komme ich mit der ganzen Konstruktion zurecht. Also da gibt es nicht das eine Kriterium oder dass da morgens einer aufwacht und sagt, oh, die Lok wird es werden. Es ist ein relativ aufwendiger Auswahlprozess, der dann auch im Prinzip dazu führt, dass das meiste irgendwann wieder weggeworfen wird. Bei der 78er ist es ein sehr langer Prozess gewesen, der hat insgesamt fast 6 Jahre gedauert. In der Zeit kamen natürlich auch ein paar andere auf den Markt, mit auch sehr schönen Umsetzungen, gar keine Frage. Da hatten wir natürlich schon ein bisschen Bauchschmerzen, wie die dann ankommen wird bei den Modellbahnen, wenn jetzt der ESO auch noch mit einer 78er kommt. Aber Sie haben bei der 78, die hebt sich etwas ab, Sie haben viele, viele Funktionen eingebaut in die Lokomotive. Was ist da alles drin? Also in der 78er haben wir natürlich das komplette Technikpaket eingebaut, was man von ESO so kennt. Angefangen mit dem Loxan 5 Decoder mit dem Originalgeräusch. Wir haben ein Powerpack drin, wir haben einen Kurvensensor drin. Das ist das erste Mal in einer Dampflok überhaupt, weil die hat ja die Vorlauf- und Nachlaufachsen. Wir haben eine Triebwerksbeleuchtung drin, Feuerbüchsenbeleuchtung, vorbildgetreuer Richtwechsel Rot-Weiß mit Rangierbeleuchtung, Doppellautsprecher, Schokocube drin, ein Glockenankermotor, auf den wir sehr stolz sind, der einen super seitenweichen, leisen Motorlauf führt. Und natürlich als Oberhighlight, was es so noch nicht gab, zumindest von uns, ein Doppelraucherzeuger, der auch einen Zylinderdampf macht. Und der Zylinderdampf ist halt im Gegensatz zu anderen Ausführungen wirklich vollständig unabhängig. Das heißt, der funktioniert unabhängig von dem, was vorne, was oben rauskommt. Also ist alles da bei dem. Alles, was man braucht, was man für einen Dampflok auch sich wünscht. Und was ich natürlich tatsächlich vergessen habe, wir haben sogar eine Rangierkupplung, also eine digitale ferngesteuerte Kupplung der neuesten Generation eingebaut. Höhenverstellbar, die mit allem kuppelt, was es in der Modellbahn gibt. Und wir waren uns eigentlich schon sicher, dass sie vom Paket her ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet, aber wie es dann letztendlich im Verkauf ankommt, da waren wir absolut unsicher. Aber es ist sehr gut angekommen. Viele Modelleisenbahner können schon ihre 78 in den Händen halten. Es sind natürlich auch noch viele, die auf ihre 78 warten. Können Sie schon sagen, wann die nächsten in den Handel kommen? Also tatsächlich waren wir total überwältigt von der ganzen Resonanz und dem Anklang. Noch während wir die erste Serie verkauft haben, habe ich schon die zweite bestellt, weil es war klar, das wird nicht lange langen. Es ist jetzt geplant, dass die spätestens Ende März wieder da sein sollen. Erfahrungsgemäß wird es vielleicht ein paar Wochen länger. Wir haben aber die Produktionsprioritäten in der Fabrik umgestellt, dass die mit hoher Priorität durchläuft, dass die Fertigung. Und da wir nichts ändern müssen, bin ich vorsichtig optimistisch, dass sie auch wieder kommen. Alle 4 Varianten. Da freuen sich die Modelleisenbahner. Eine weitere Neuheit, die auf jede Anlage gehört, eigentlich ist die Baureihe 218, steht auch hinter uns schon. Diese bieten Sie auch wieder in mehreren Varianten an und auch ein geändertes Modell. Ja, das stimmt. Also der 218 ist ja ein Dauerbrenner und der war auch unsere erste ESO-Lok, die 215-218. Wir haben jetzt die als Herbstneuheiten, ab heute übrigens lieferbar, ab 30.09. in 4 neuen Varianten aufgelegt, für alle Epochen, die es gab. Angefangen bei der altroten 218 Epoche 4, über die Ozeanblau-Beige, quasi Epoche 4-5 und eine moderne Verkehrsroute. Und wir haben eben auch noch eine Art Länderbahn-Variante oder Spezialvariante, die sich bewegt, in beige-gelb herausgebracht. Das Besondere an diesen Loks ist, dass das nicht nur einfach Farbvarianten sind, sondern auch geänderte Details. Also einmal andere Drehgestelle, das sind jetzt die Maggie-Drehgestelle statt der mit Schraubenfedern. Und auch auf dem Dach sieht man sehr signifikant, dass beide, also alle 4 Varianten neue Lüfteranlagen haben. Also einmal mit
mit dem Bär und einmal mit dem Feuchtlüfter. Sprich, wenn man auch schon eine 218 von ESO schon hätte und jetzt mal eine neue zusätzlich dazu kauft und würde die nebeneinander hinstellen, würde man sehr, sehr deutlich Unterschiede sehen in der Optik. Also bei Doppeltraktionen kann man wunderbar sehen, dass Lokomotiven deutlich, deutlich verschieden sind. Ja, und die klingen auch anders. Die wurden nämlich teilweise mit anderen Motoren jetzt ausgestattet im Zuge dieser Lüftererweiterungen. Auch die haben wir neu gesampelt und aufgezeichnet. Das heißt, es ist ein sehr, sehr lebendiger Anlagenbetrieb möglich. Ich habe eben schon von Brot- und Butter-Lokomotiven gesprochen. Da darf natürlich die V200 auch nicht fehlen, die auch gerade wieder neu in den Handel gekommen ist. Ja, stimmt. Die V200 wurde ja letztes Jahr als Herbstneuheit neu aufgelegt. Und zwar damals schon klar, dass die Mengen wahrscheinlich nicht reichen werden. Wir haben uns sehr gefreut, dass die so gut ankam und auch gleich nachproduziert. Die sind jetzt auch schon wieder in der Auslieferung. Hat jetzt immerhin fast 10 Monate gedauert, bis die wieder da waren. Ja, 3 von 4 Varianten sind noch lieferbar, nämlich die klassische Epoche 3DB mit Deutsche Bundesbahn Schriftzug, aber auch die altrote Epoche 4 Lok und die Ozeanblau Beige sind noch verfügbar, werden aber im Lager auch schon wieder knapp. Also wer noch eine haben will aus diesem Batch, sollte nicht zu lange warten. Ganz genau. Ja, es kommt vieles wieder. Also wir haben nicht nur die 218, die wiederkommt, die V200, noch weitere Lokomotiven auf dem Sortiment werden wieder aufgelegt. Ja, richtig. Da ist natürlich die KG230 zu erwähnen, unser Privatbahn-Diesel-Löckchen, was wir letztes Jahr in Dortmund vorgestellt hatten, im November war es, meine ich zu wissen. Die war auch relativ schnell weg. Die ist nachproduziert worden und die sind im Zulauf. Sprich, im Moment, während wir sprechen, ist der Container in Rotterdam. Der wird uns jetzt irgendwann die nächsten 2 Wochen hoffentlich in Ulm angeliefert werden und dann kann jeder, der eine dieser KG230 vorbestellt hat, auch mit einer rechnen. Wir haben schon noch ein bisschen freie Mengen, aber wenn jetzt jemand liebäugelt mit einer KG230, sollte vielleicht jetzt dann doch schnell sein, weil ich weiß nicht, wie lange die langen. Also auch schnell zugreifen, am besten vorbestellen bei uns im Shop, damit sie auch wirklich eine bekommen. Ja. Irgendwie kommt dann die Ware zur ESO und das meistens in Containern und auch dafür haben wir schöne Vorbilder und zwar füllen die hier unten einen ganzen Vitrinenboden. Auch neue Container oder Taschentragwagen kommen wieder ins Sortiment. Also im Grunde sind es ja, diese Taschentragwagen sind ja sowohl für Container als auch für LKW-Auflieger gedacht. Wir haben die bisher nur mit Containern ausgeliefert. Und das war ja 2020 und 2021 ein Riesenerfolg. Wir hätten nie gedacht, dass die so gut ankommen. Und so haben wir uns überlegt, dass wir jetzt für diesen Herbst nochmal 5 weitere Varianten ankündigen. Die sind jetzt bunt gemischt mit 20 plus 40 Fuß Container oder nur 20 Fuß Container. Sodass man jetzt wirklich aus einem Sortiment von jetzt insgesamt 15 Varianten hoffentlich auch schöne Ganzzüge formen kann. Und zwar jeder Wagen hat eine eigene Betriebsnummer und jeder Container sowieso. Gibt natürlich unterschiedlichste Farben, das sieht man ja vielleicht hoffentlich auch im Video. Die 519 sind ab Lager lieferbar. Die ersten 5 Varianten sind auch ab Lager lieferbar und die mittleren 5 Varianten, die werden auch im Oktober wieder ausgeliefert. Das heißt, man kann jetzt aus dem vollen Programm von 15 Varianten Taschentragwagen seinen persönlichen Highlight-Zug bauen. Sehr schön. Also ist hier für jeden was dabei. Jetzt haben wir noch ein paar Kundenfragen, die uns erreicht haben, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Und zwar wird auch nachgefragt, es geht um die N-Wagen, um eine Sortimentserweiterung. Jemand fragt nach dem Karlsruher Kopf ohne Falltür. Es gibt von den Citybahnwagen auch weitere Kaffeewagen. Werden Sie da noch mal etwas auflegen? Also die N-Wagen, also sprich Silberlinge, wie sie im Volksmund auch genannt werden, die sind auf jeden Fall auf unserem Produktionsplan. Ich kann zu den Lieferzeiten im Moment noch nichts sagen, weil die Fabrik, die macht, ein bisschen umständlich zum Handhaben ist. Sortimentserweiterungen im Hinblick, dass wir nochmal eine Formänderung machen, kann ich nicht versprechen. Aber wir haben auf jeden Fall geplant, dass alle jetzt bereits bestehenden und bekannten N-Wagen nochmal aufgelegt werden, alle Farben und Epochen. Und vielleicht auch das eine oder andere Neue, was das genau sein wird, kann ich noch nicht verraten. Vielleicht wird das eine oder andere Neue sein, das bezieht sich jetzt auf die nächste Frage, es geht auch wieder um die N-Wagen. Die Steuerwagen werden immer mit diversen Lichtfunktionen ausgestattet, natürlich nicht nur der Lichtwechsel, es geht auch um die Innenbeleuchtung. Die Zwischenwagen, nicht die werden ausgeliefert ohne Beleuchtung. Jemand fragt, ob die in Zukunft auch mit Beleuchtung ausgeliefert werden. Also wir haben uns entschlossen, dass wir die Sitzwagen nur analog ausliefern, allerdings vorbereitet schon für die Montage der Innenraumbeleuchtung. Sprich, alle Stromaufnehmer sind schon da.
aus dem Grunde, dass wir nicht so viele Artikelnummern kriegen und es dem Handel einfacher machen. Weil der eine will eine digitale Innenraumbeleuchtung, der andere will eine analoge, der eine will eine gelbe, der andere eine warmweiße. Das würde viel zu viele Artikelnummern geben. Da man bei dem N-Wagen in 5 Minuten so ein Ding eingebaut hat, weil im Endeffekt macht man nur einen Deckel runter, ohne Werkzeug, lötet die zwei Kabel von der Innenraumbeleuchtung an und steckt die auf. Es ist alles vorbereitet, die Löcher passen von unserer Innenraumbeleuchtungen. Da sehen wir eigentlich nicht wirklich ein Thema drin, das ganze Thema unnötig zu verkomplizieren. Ansonsten macht das natürlich auch der Fachhändler, also einfach bei uns anfragen, dann bauen wir die Beleuchtung natürlich auch gerne ein. Ist wirklich super einfach. Eine Lok, die sehr gefragt ist, ich fasse jetzt mal alle Fragen zusammen, das ist die Baureihe 245, die Sie schon einmal im Sortiment haben. Wird die noch einmal neu aufgelegt? Also dazu kann ich im Moment keine genauere Aussage treffen. Also in nächster Zukunft nicht. Sie ist jetzt nicht auf dem aktuellen Produktionsplan drauf, weil die Lok auch im Vorbild natürlich jetzt ein bisschen in Vergessenheit gerät, sprich es fehlt ihr die Anwendung, seit die Südbahn elektrifiziert wurde. Irgendwann werden wir sie sicher wieder auflegen und vorher natürlich auch technisch auf den neuesten Stand bringen, aber es ist jetzt nichts Konkretes geplant. Ja, dann danken wir für dieses Interview. Immer wieder schön bei Ihnen am Stand. Wir wünschen eine erfolgreiche Messe und wir freuen uns auf die Neuheiten, die noch kommen. Ja, dann bedanke ich mich auch für Ihr Interesse und fürs Zusehen natürlich Ihnen. Und ich hoffe, dass die Modellbahnbranche weiterkommt und wir haben auch noch einiges an Ideen vor.